Mein Name ist Markus Hartmann, ich bin Mikrobiologe und Gründer und Entwicklungsvorstand der Zelion AG, einem Biotech-Unternehmen aus Münster. Die Zelion AG entwickelt und produziert Impfstoffe, Antikörper und Enzyme basierend auf einer neuen biotechnologischen Produktionsidee. Die bisherigen Marktteilnehmer erwarten einen Impfstoff Ende dieses Jahres, Mitte nächsten Jahres. Das hängt sehr von der Technologie ab. Einige deutsche Unternehmen sagen Mitte nächsten Jahres, amerikanische Unternehmen wollen schon Ende dieses Jahres einen Impfstoff auf den Markt bringen. Das gilt für Corona, aber für andere Erreger genauso. Erstmal muss man den Erreger haben. Wenn es ein Virus, ein Bakterium oder ein Parasit ist, muss man wissen, wer die Krankheit auslöst. Und dann muss man herausfinden, was an diesem Krankheitserreger immunogen ist, also was das Immunsystem aktiviert. Dann kann man dieses Molekül oder die Substanz charakterisieren, testen und anschließend produzieren im Kleinstmaßstab. Und dann muss man halt erst am Tier die Wirksamkeit beweisen, die Unbedenklichkeit, also die Sicherheit. Und anschließend muss man dann an einer kleinen Gruppe von Menschen wiederum die Sicherheit nachweisen und anschließend natürlich an einer großen Gruppe die Wirksamkeit. Das heißt, man muss zeigen können, dass der Impfstoff auch eine Gruppe von Freiwilligen gegen eine Infektion schützt. Normalerweise dauert die Konzeption eines Impfstoffes rund 1 bis 2 Jahre. Das hängt davon ab, welche Technologie man verwendet. Dann dauert die Präklinik und die Produktion dafür ungefähr nochmal 1 Jahr und die klinische Erprobung 3 bis 5 Jahre. Man kommt ungefähr auf 7 Jahre. Die aktuellen Corona-Impfstoffkandidaten befinden sich im Moment in der Testung am Menschen, also sind klinisch. Man hat einfach das Austesten an Tieren weitestgehend ausgelassen und ist direkt in den Menschen gegangen. Das ist ein Risiko, weil natürlich die Wirksamkeit möglicherweise nicht da ist und auch die Sicherheit vorher nicht eingeschätzt werden kann. Das heißt, man geht ein Risiko ein, das man normalerweise bei anderen Impfstoffen nicht eingeht und das erlauben auch die Behörden nicht. Aber offensichtlich ist der politische Druck auf die Zulassungsbehörden groß, solche Sachen einfach zu übergehen. Es besteht ein Risiko, dass der Impfstoff nicht wirkt oder nicht ausreichend schützt. Und dann ist auch ein solcher Impfstoff gefährlich, weil er Schutz suggeriert, obwohl er gar keinen bietet. Es gibt die klassischen Nebenwirkungen, dass an der Einstichstelle Reizungen, Schwellungen auftreten. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Fieber beispielsweise. Üblicherweise sind die Nebenwirkungen bei modernen Impfstoffverfahren gering. Es gibt bei Corona eine Besonderheit, die sogenannte ADE, die antikörperabhängige Verstärkung. Das ist ein Effekt, der auftritt, wenn man mit einem Impfstoff impft. Kann möglicherweise das Gegenteil erreicht werden. Man verstärkt sogar die Wirkung einer Infektion. Das bedeutet, bei einer möglichen Infektion nach der Impfung wird die Erkrankung sogar noch schlimmer. Beispielsweise Grippe oder bei Ebola spielt das eine untergeordnete Rolle. Bei SARS ist das mehrfach beobachtet worden. Und deswegen sollten solche Impfstoffe auch sehr umfangreich getestet werden. Im Moment hofft man darauf, dass dieser seltene Effekt nicht auftritt und geht das Risiko ein. Die russische Entwicklung übergeht einfach die klinische Phase 3. Das heißt, das Testen des Impfstoffes an einer großen Gruppe von gesunden Freiwilligen. Das heißt, die Wirksamkeit
ist nur an einer sehr, sehr kleinen Gruppe getestet worden und sogenannte seltene Nebenwirkungen, beispielsweise die ADE, kann damit nicht identifiziert oder entdeckt werden. Was die Russen im Moment machen, ist ein Feldexperiment an der eigenen Bevölkerung. Das können wir bei uns nicht machen, auch aus juristischen Gründen schon nicht. Es ist auch ethisch hoch bedenklich, ein solches Experiment an der Bevölkerung zu machen, ohne dass man die Verantwortung dafür übernimmt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man zwar die Tierexperimente auslassen kann, aber dass man auf keinen Fall das breite Testen an Menschen übergehen sollte. Und deswegen ist der deutsche oder US-amerikanische Ansatz, zumindest alle drei Phasen zu durchlaufen, immer noch ethisch vertretbarer als das, was die Russen machen. Der russische Impfstoff basiert ja ähnlich wie der Impfstoff, den die Universität von Oxford im Moment entwickelt, auf einem sogenannten Vektor. Das heißt, man bringt die Erbinformation über den Coronavirus, über einen Vektorvirus in den Körper ein. Man nimmt dazu ein sogenanntes Adenovirus, also ein harmloses Virus. Dieses Konzept ist schon früher erprobt worden. Es ist also nicht abwegig, das so zu tun. Aber auch hier gibt es bestimmte Nachteile, beispielsweise die natürliche Immunität von Menschen gegen diesen ungefährlichen Virus, weil Menschen sich an diesen Virus gewöhnt haben. Das bedeutet, wenn Gesunde bereits eine Immunität gegen den Vektor besitzen, dann bekämpft das Immunsystem den Impfstoff, sobald er in den Körper gegeben wird. Das bedeutet, ich erreiche das, was ich eigentlich haben will, das Training des Immunsystems nicht mehr. Also wir haben ähnliche Mortalitäten auch bei Grippe, beispielsweise mit 0,1%. Und auch hier entwickelt man ja Impfstoffe. Und die Risikogruppen, also Menschen mit einer eingeschränkten Immunfunktion, Schwerkranke und auch ältere Menschen sind natürlich einem viel größeren Risiko ausgesetzt als die Allgemeinbevölkerung. Und deswegen ist es sinnvoll, einen Impfstoff zu haben, aber es rechtfertigt natürlich nicht diese Abkürzung.